So, ich aktualisiere jetzt da, gucken wir auch, ob wir online sind, damit das dann auch seine Richtigkeit hat. Ich sage erstmal herzlich willkommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt auch on sind. Dauert immer mit der Rückversicherung, bis es dann wieder live geschaltet ist und wir sind on. So, hallo und herzlich willkommen, wie üblich, zu eurer Belustigung und Unterhaltung. Heute ein bisschen Business Tour. Wie bereits angekündigt, mit am Start ist mein Sohn oder beide meiner Söhne. Wir fangen mit Junior an Hallo. und mit Junior Senior 2. Der Gamesfreak ist auch mit am Start. Hi. Und dann lasst uns starten. Eigentlich wollte heute noch jemand mitspielen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ich hole jetzt mal meine Bonusse ab. Machen privates Spiel und ach so, ich muss das ja noch kopieren in die Tisch-ID, ne? Dann werde ich das jetzt mal machen. So, ist im Discord. Hab's hier zweimal gesehen. Dino hat es. Gelskrieg brauche ich noch. Nein, ich habe es nicht. Ich Ach, habe es lieb. nicht bekommen. Dino kriegt es auch noch. Ein paar Mal geschickt jetzt. Ja, ich glaube nicht, weil Ach, Scheiße. Ja, der. Egal. So, nochmal. funktionieren. So. Gensfrek hat schon mal. Nicht öffentlich machen, okay? Aber geh mal ganz kurz bei mir rein. Ja, ich muss mal kurz was löschen hier. Dann löschst du da rein. Hi, Mastermind. Du hast es in Live-Alarm geschrieben. Ja. Musst du schon so erwähnen, sonst per Nachrichten. So, Rechtsklick hier und ja. So, jetzt habt ihr eure IDs und dann könnten wir jetzt eigentlich beginnen. Gamesfreak ist schon drin. Die Gadgets sind ausgeschaltet. Jetzt warten wir nur noch auf unseren Dino. Kein Bot mit rein, ne? Okay. Gut, dann lass die Spiele beginnen. Und alle nochmal herzlich willkommen, die jetzt zuschauen sollten. Da wird schon gekauft. Was zu trinken geholt, bis gleich. Oh, schon, ich sitze natürlich schon kaum draußen, sitze ich im Knast. Ist doch echt unlustig. Das fängt ja schon schlecht an. Gerade schlecht, wir sind am Zocken. Wir spielen Business Tour. Nee, ist ausgefallen, geht bei mir nicht mehr. Das wollten wir gestern eigentlich machen. Lass uns nachher nochmal telefonieren. Wie gesagt, bin gerade. Dann lass uns heute Abend noch mal. Ja, alles klar. Bis dann. Ciao.
So, leider kleine Unterbrechung, sorry. Ich zahle jetzt 200, ist mir scheißegal. Und will raus hier. Ich muss langs. Ich habe dich gerade kurzfristig verstanden. Wie wär's mal, wenn du das Handy ausschaltest, wenn du streamst? Ja, das ist eine richtig coole Sache, mache ich jetzt auch. Weil dann hast du deine Ruhe. Ja. Oder zumindest auch stumm. Jetzt ist aus. So, ich habe Weltmeisterschaft, aber das hilft mir nichts. Oh, ich muss schon wieder. Ey, gleich löhnen, nein, abbrechen. Warte, ich muss noch gucken. Oh. Ja, bitte auch. So, jetzt würfeln. Wow. Echt 450.000 ausgegeben und noch kein Haus gebaut. Schweinerei. Ich baue schon. Kauf ich. Das ist auch ein gutes Ding. Du kriegst eine Mille, wenn du jetzt machst, glaube ich. Oder nee, keine Mille. 6 aber dort ist dann fast. Zack, die Waldfee. Darky will ist heute gewinngeil. Scheiße. Ah, kaufen. Und der ist arm. Ah, einen vorbei! Verdammt und zugenäht. Ich hab nur noch 15.000, so eine Scheiße. Du gehst gleich auf Dings gehen. Ich würde es nicht kaufen. Das bringt nichts. Wir warten die Pausen ab. Das bringt wirklich nichts. Ich kann es im Gefängnis nicht ertragen. Ah, gleich wieder Hamburg. Echt. Das war wieder klar. Ich muss meinem Bruder etwas aufhalten. Leon, warum bitte? Geht's wieder, der Kampf der Mächte. Ich muss ihn aufhalten. Danke. Lasst mich davon kommen. So, wer verwirbelt sich denn da jetzt bitte? Ich habe gerade kurz noch Vincent geschrieben. Okay. Autsch. Nee, scheißegal. Ich kann die beiden Sachen einfach verkaufen. Oh, es wird leerer. Die Reihe Bahn für oh, ich habe Kohle gekriegt. Achso, ich musste. Ach, der fühlt mich automatisch gewürfelt. Oh. Da habe ich es auch gleich wieder zurück. Also juckt das Mini wirklich. Wow. Ich bin nicht falsch. Ist ja noch mal dran vorbeigekommen. Du kannst kein Monopol rausmachen. Du musst viel Geld zahlen, wenn du das machen willst. Ja, warte mal, warte die Strategien ab. Noch ist nicht Polen voll. Noch ist hier der Krieg. Wenn wir jetzt Geld geben möchten, dann sollten wir jetzt am dringend gerne mal Geld geben, weil ich möchte eine Weltreise machen. Hallo, Sir, herzlich willkommen, Teddy. Oh Mann, Leo, einer war.
Ja, ich weiß, du hast mich voll. Und Papa wird mir Ah, er muss lernen. Okay. Ja. Kind ist wieder reich. Hilfe. Darky Media. kaufe diese für 800.000. Nein, oh, abbrechen. Hättest du es gekauft, hätte ich massiven Gewinn gemacht. Wäre sehr schön gewesen. Wir sind noch nicht durch. Wieso muss ich jetzt ein Geld haben? Okay. Oh ne, Papa kann tun. Nee, mach aber nie Leo aus besser. Kauf dir das Fahrrad, dann hast du mal geholt. Trotzdem. Und das boostet Tokio sehr doll. Tja. Trotzdem, Lyon kostet gerade mehr als Tokio. Also, es hat mehr Geldwert. Also, du musst mehr bezahlen, um die Orte stehen. Mmh, ich kriege Schotter. Geh auf Papa macht Lyon, wenn du kannst. Mmh. Hast du fast gewonnen. Das ist sehr gut für mich. Auf Osaka gegangen und hätte da mal ein schönes Stück. Wäre näher ins Ziel gekommen. Da hättest du aber bei Tokio 600k, bei Tor hättest du 1 Million. Kommt alles, wir sind doch erst. Dummkopf, moin! Und hallo, herzlich willkommen. Hier gibt es eine Discord-Einladung. Wer will, kann an den Discord kommen. Für den normalen Bereich. So, Konzentration. Kauf ich. Ach, naja, ich will dich so ein bisschen mein Leben mal lassen. Abbrechen. Das ist gut sogar. Mach mal bitte. Ich, ja. Das war's, Olli. Leute, macht euch nichts raus. Sie haben sich aber trotzdem lieb. Gerade sind die Konkurrenten. Nachher sind wir die besten Freunde. Kauf ich. Ach, er macht für Colin wieder das Leben schwer. Das juckt mich ehrlich gar nicht, weil ich will gar kein Monopol da haben. Ich kann nicht mehr Geld machen. Das tut dann mir weh. Gamesclick hat nicht genug Kohle. Genau. Hey, ich tue Colin etwas Gutes. Ich wusste, dass du Paris verkaufen, das ist so schock. Das ist ein bisschen dumm, Kollege. Wenn er sich da irgendwas kauft, egal welche Stufe, kostet die auch fast 2 Millionen. Sage ich doch mehr. Das ist nicht schlauer. Ja, hast du recht. Taktisch muss man nicht auch mal auf seine Söhne hören. So. Okay. Boah, Papa, das ist nicht nein. Papa macht immer dumme Entscheidungen. Nein, nicht so wirklich. Entweder hättest du Paris auf irgendeine Stufe machen sollen. Oder wie auch auf Zukunft helfen. Gewesen. Wir werden sehen. Hi. Auf Tokio kommt man weniger rauf als Lyon. Das ist alles eine Frage. Ja,
dumm. Nee, nicht wirklich. Taktisch berechnet. Nein, guck mal auf dein Geld. Ja. Jetzt Paris auf Stufe 1 machen müssen. Also nur aus dem Feld kaufen müssen. Wenn ich. Und jetzt krieg ich nämlich das ganze Geld. Nein, ich juckt es nicht, weil jetzt kriege ich noch mehr Geld. Das einzige Tor, was ich noch machen könnte, wegen Start bekommt er dann noch 300k, kann sich London noch upgraden. Papa, geh auf London, dann kannst du noch upgraden, dann hast du kein Geld für andere. Und das zum Modell machen. Ich selber ins Bein geschossen, aber ja. Okay. Stromausfall. Wem der hat da oben so eine Line. Der Firom, komm. Warum? Warum liegt der das denn überhaupt? Mir egal. Ich kann auch noch andere Sachen. Danke. Du kennst ihn. Da hast du jetzt aber wirklich Schwein gehabt. Ich mache jetzt nur zu Berlin zu Mutter. So. Wenigstens verliere ich kein Geld. Das ist das Einzige. Aber ich muss ja drei Runden machen. Du hast doch keine Einnahmen auf Dings. Oh, Papa wird reichlich aus. Ja, ich werde beschenkt mit über 619.000. Es ist wieder alles offen, Leute. Nö. Schau mal, mein Geld. Ach nee, du hast auch noch Geld, Scheiße. Aber ich hab trotzdem noch mehr Geld. Och, bitte noch nicht. Das ist okay, es ist nicht schlimm für dich. Und aber auch nicht gut. Und Leon, was denkst du jetzt über Papa? Leon, was denkst du jetzt über Papa? Colin, wir bilden eine Verschwörung gegen unseren Vater, okay? Ja, du merkst. Sag auch mir nicht. Ich hab eh keine Städte mehr. Das lohnt sich nicht mehr. Er hat keine Sahneschnitte mehr. Die Sahneschnitte hat sich erledigt. Gamespack ist rausgeflogen. Nee, Papa, geht zwei Meter. Ich hätte aber kaufen können. Ich hätte beide verkaufen. Leo, weg! Leo, ist weg! Leo, ist weg! Die Stadt, die mich zerstört hat. Was drauf? Oh, scheiße! Na, warte. Einzelne Karte. Geh zur Steuerbehörde. Das ist besser für mich, weil ich nicht zurückkomme. Das ist gut für mich, weil jetzt kann ich nicht auf Tokio gehen. Dafür kommst du auf Peking. Peking ist gar nicht so schlimm wie Tokio. Peking ist gar nicht schlimm. Natürlich kriegst du die Welt. Du kannst direkt wieder die All kaufen. Sogar besser. Das gehört mir ja noch, ne? Ja, gehört ihm. Trotzdem hast du sehr viel Geld gemacht. Macht nichts. Ich würde das machen, Herr Entschuldiger. Es gibt jetzt keine Tipps mehr. Brauchst du nicht mehr. Du hilfst deinem Gegner, das ist irgendwie leicht hirnrissig. Ich weiß. Schon wieder Kohle. Das finde ich sogar gut, weil das nicht mit wegen der Kohle, aber dann können wir wieder auf Mainland und Berlin raufkommen. Und jetzt habe ich schon.
was Gutes. Oh, ja, ein bisschen. Sag ich doch. Du hast mir dein Startgeld gegeben. Jetzt kriege ich nochmal selber Startgeld. Monopol! Jetzt wollen wir noch auf Hamburg gewonnen, habe ich fast gewonnen. Aber trotzdem, ich wechsle jetzt fast nochmal im Bild. Das bin ich sehr scheiße. Es wird spannend, Leute. Das mache ich wirklich nur. Oh, bitte. Oh, bitte. Weltmeisterschaft. Och nee. Warum Tokio? Warum Tokio? Weil das gleich 1,8 Millionen bist du, dann bist du aus dem Spiel. Nee, weil Lyon. Weil Lyon. Nein, ich wäre nicht aus dem Spiel. Weil Lyon hättest du so viel mehr. Wir werden sehen. Hättest da 2,2 Millionen gehabt, aber. Dann wäre ich Klappenbest gewesen. Ah ne, doch nicht, aber trotzdem. Ich hab fast nicht. Ich hab fast nicht gewonnen. Vor einem Start. Sag ich doch. Ich hab eine Weltreise gehabt, mit dem hab ich gewonnen. Jetzt ist es sehr wahrscheinlich, dass ich auf eine Weltreise komme. Jetzt brauche ich nur noch einen Einsatzpasch. Aber nee. Dann wäre ich aber aus dem Spiel. Nee, doch nicht. Ich bitte einen Einsatzpasch. Schade! So, bitteschön, 1,8. Das war strategisch uncool. 1,8 Millionen hätte ich gerne. Das kriege ich sehr leicht. Von wegen war das strategisch ungünstig. Das ist immer noch so eine Ausführungsstraße. Er braucht nur nach Hamburg, dann hat er gewonnen. Ich bin gerade nicht ums Geld. Da jetzt noch um Strategie. Meine Strategie ist jetzt genau alles zu kaufen. Würde ich nicht machen. Ich habe jetzt wenig. Du musst jetzt mindestens einen Grundstück auf Hamburg setzen, hast du gewonnen können. Ich weiß. Ich kann. Aber du hast eine Line. Jetzt ist der Line schon weg. Aber wenn du das Leben folgst, dann was möchtest du auf die Hamburg? Auf voll. Bitte. Ich bin dein Freund und dein Feind zugleich. Ich bin dein Feind, wenn du das letzte Mal besiegt hast. Die Tour hätte ich dir auch ohne die Nummer versaut. Portokasse. Der Golf kauft die Sydney in New York und dann Paris. Oder Paris oder Osaka und Nizza. Ich weiß schon, was ich mache. Ich lege die Schwinge jetzt um seinen Hals. So, hey, die Kohle. Hier wird nur Cash angenommen, keine Kreditkarten. Oh, das hat wehgetan. Das ist eine gerechte Strafe. Ja. Das glaube ich nicht. Aber Mailand. Ach, schade. Colin wurde eine Auszeit gegönnt. Wenn du jetzt einen Pasch gewürfelt hast, hat er einen Pasch gewürfelt oder nicht? Nee. Aber auch nicht. Oh. Ups, das hat etwas wehgetan. Jetzt auf Hamburg kommen, habe ich gewonnen. Ja, die kommen auf Rom.
Ist aber noch immer nicht tot. Der kann noch immer Lemmy hier kaufen. Ich geb dir noch einen Zug. Er braucht noch einen Strand, das ist auch jetzt das Ding, ne? Jo. Ich werde rausgehen und mir den kaufen. Jetzt muss ich eh raus. Du musst erstmal weinen und eine Million abdrücken. Bitte schön, Salomon und Söhne. Er braucht eh nur einen Strand verkaufen. Naja, den er nicht hat. Ja, aber das ist halt das Ding. Ich hätte das nicht zum Hotel machen. So. Suja, an die Gelbe vorbei, sonst wird's teuer. Eigentlich hab ich. Jetzt einmal auf Rom. Komm, einmal auf Rom. Wenn er jetzt einen Eigenpatsch hat, das ist so unmöglich. Wenn er das upgradet, das ist aua. Aber ich hab uns echt getan. Danke, komm mal vorum. Abwarten. Nein, noch. Gibst du meinem Bruder sehr viel? Ja. Ich geh erstmal in den Knast. Das mag ich nicht einfach mal. Hab ich mir gedacht. Das ist am schlauesten gewesen. Das ist ein Successful, was ich machen kann. So. Ich hatte ja keine Erdbeben, aber auf Hotels kann ich ja nichts machen. Ich hab keinen Bock. Nicht. Und er muss doppelt sein. Sag ich doch, meine Damen und Herren, ich gewinne immer. Das stimmt nicht. Nur Daki muss verkaufen. Er ist aber nicht bankrott. Der kann's also ja, aber ihm tut das ganz schön weh und dir tut's sehr gut. Du kriegst gleich 4 Millionen, mit Dark nichts mehr den 3. 4,4 Millionen. Das war's für Darky? Das war noch gar nichts. Doch, ich kann. Ich kann zweimal auf Tokio gehen und es wird mich nicht jucken. Das gibt Rache. Was nur 1 Million passt. Egal wo ich raufgehe, ich kann kaufen. Außer wenn es schon voll ist. Ich kann sogar Leo kaufen. Hat Lucky kein Geld mehr? Oh, er hat 0 Euro. Warte, jetzt hat er sich noch Las Vegas gekauft. Das ist aber relativ nicht schlau, weil er jetzt hat gar kein Geld mehr. Mache ich ein Monopol kaputt? Was sehr viel kostet. Geldpreise bitte. Das geht aber auch. 100 Kano. Sogenannte Portokasse. Noch ist hier.
Ja, wie man sieht draußen, Leute, es ist spannend. Ich glaube, ich kriege gleich einen Abzug hier. Ich würde gerne hier die 2 Katze rein, Colin. Mach ich auch. Denkst du, dass ich das jetzt nicht mache? Aber ich muss 300 paddeln. Das geht ja noch. Naja, er lässt 2 Kaffee für sich als kleines Trinkgerät. Oh, doppelt auf. 2,6. Oh, übelst. Da bist du bei mir. Ach nee, ich muss nicht mehr auf der Kippe. Ah ja, er muss. Also muss auf jeden Fall. Er müsste die Kippe verkaufen. Doch, er wird zu viel von London. Naja, er müsste Tokio verkaufen in London. Oder nur London. Nee, oder London. Nee, er müsste London, Lyon, Las Vegas. Ja, das reicht dann. Er könnte ja noch. Er hat doch immer eine Chance zu gewinnen durch die Strände, ist mir gerade aufgefallen. Wow. Und ich gebe ihm noch Monopol. Madrid. Ich habe außersehen Madrid gemacht, Digga. Das war jetzt gar nicht. Ich hatte Monopol. Ja. Und er kann sich die Weltmeisterschaft machen. Aber eigentlich. Und wenn er jetzt auf Lyon macht, dann triggert mich das jetzt sehr. Das war. Du bist genau mein Fall gekommen. Du bist genau meine Falle gekommen. Du hast er. Ja. Danke. Das Ducky hat kein Geld zum Upgrade. Was für eine Schande. Das Monopol gebe ich dir nicht. Wenn jetzt ein 12er Pasch hat, dann bin ich. Oder irgendwas mit 12, dann bin ich glaube gefickt. Du wirst heute noch gefickt, pass auf. Nein. Doch. Hör auf meine Worte. Nur wenn du jetzt nichts hast, Wettreise. Ach, hast du ja wieder. So. Ich mach auch Token, sonst kostet das meiste. Würde Sinn machen. Und da hat er noch eine Chance, gerade drauf zu kommen. Aber nur wenn ich jetzt. Und das kostet Geld. Ich merke mich gerade ab. Sag ich doch. Du bist doch genau meine Falle vor allem noch getappt. Du hast erst Lior gemacht. Ja, weil wir sind noch nicht durch, Jungchen. Ich glaube, so langsam geht's dir nicht immer so gut, Dagi. Das macht nichts. Das sieht nur so aus. Mir geht's jeden Tag nicht gut. Hey, guck mal ein bisschen nach. Du hast 1, 2, 3. Ich hab nicht so viel. Ich habe jetzt eine sehr hohe Chance, zur Weltmeisterschaft zu kommen. Das kommt dir gerade gerecht, oder? Es ist gut, es ist gut. Die Auerecke. Oh, bitte Weltreise. Och nee. Bei Nizza kommt man sehr oft nach Tokio und das will ich nicht. Das ist nämlich die höchste. Aber wenn du auf Nizza bist, hast du die höchste Chance, auf Tokio zu kommen. Aber es tut zwar dolle weh, aber es ist besser als Tokio. Du hast aber auch eine sehr hohe Chance auf Steuern zu kommen, wollte ich gerade noch sagen. Also das ist höher als auf Tokio zu kommen. Die Steuern als bei Nizza als auf Tokio, aber trotzdem Tokio ist das zweithöchste, wo du bei Nizza raufkommen kannst. Das würde ich persönlich eigentlich upgraden.
Warum komme ich nie auf Mailand, denke ich mir. Und da musst du die Steuern bezahlen. Ich muss er verkaufen. Ich will diese Serviette verkaufen. Er hat mehr Felder als ich. Sehe ich gerade. Er hat zwar mehr Felder, aber du hast mehr Geld. Ja, und ich kann mir alles kaufen. Oh, ist das okay. Nee, jetzt nicht mehr. Oh. Jetzt, ich hätte keinen Stand verkauft. Ich hätte keinen Stand verkauft. Also nein. Ach, damit das nicht werden. Ich hätte keinen Stand verkauft, Papa. Ja, warten wir doch mal die Pausen ab. Nein, hättest du nur noch einen Zypern gebraucht. Hast du gewonnen? Das war scheiße gut von dir, dass du das abgewählt hast. Ja, sag ich doch. Alle nein, Strategie. Aber ich hab's dir auch empfohlen. Und ich kann halt nicht was Gutes. Oh, bitte kein Einserpasch. Oh, es ist. Ja! Ja, okay, ich komm nicht auf Tokio und auf nicht auf Steuern. Das ist sehr gut für mich. Aber das ist jetzt sehr scheiße. Oh nö. Geh auf Hongkong, dann ist es nicht. Es wird weiter spannend, Leute, da draußen. Ach, da kannst du nicht die Wege wieder kaufen. Das ist nicht gut. Bahn oder Weltreise, dann hat er gewonnen. Oh, Weltreise. Mein Budget gerade zu bezahlen. Und natürlich kommt er noch auf ein Ereignis. Oh nee. Nee, also nee. Ah. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Aber trotzdem wenigstens kriege ich das Geld. Und das war nicht schlau. Ich hätte Sydney eigentlich gemacht und hättest du. Oh mein Gott. Da hättest du aber mehr Geld bekommen. Ja, aber er kann den 1,3 Millionen Preis dann nicht. Außerdem habe ich jetzt auch eine Mille. Jetzt komme ich genau auf Berlin. Das ist sehr scheiße. Die Auerecke ist aber wieder. Na, zu E3! Oh, da! Ich bin auf Zypern geht, aber. Ich kann es noch schaffen. Nee, kann ich nicht. Mit der Osterkarte hat er aber fast auch gewonnen. Das erste Mal, dass Papa gewonnen hat. Nee, stimmt nicht. Nein. Der Strike! Technischer Strike! So, öffnen. Wollt deine Schwester noch? Geht's weg? Warte kurz, ich muss gucken, ob sie da ist. Aber ich möchte jetzt nicht mehr. Ja. Ich möchte es nicht mehr. Ja, wir gucken gleich nochmal. Und wenn nicht, du kannst rausgehen, wenn du möchtest. Ja, okay, dann tschö. Tschüss. So, da draußen. Sie ist nicht da. Gut, will da draußen noch einer mitspielen? A muss ein Discord kommen und B muss das Spiel haben. Spiel ist kostenlos. Wir warten noch eine Sekunde. So, Gamescrack, ich schicke dir schon mal ein Ding. Sonst machen wir eine kurze Runde.
Na? Schnelles Spiel. So, hast du schon mal das Ticket? Okay. Gut. Hat keiner drauf geantwortet. Ich kann nicht sagen, das kann ich schon nehmen. Du auch. Wir machen ein schnelles Spiel. Dann ist der Timer noch 20 Minuten begrenzt. Es ändert nichts. Ja, gut. Na, mit seiner Revanche wieder? 1 gegen 1, ja. Der Abzug vom letzten Mal. Ja, war da, aber so nicht, weil man sitzt im Knast. Kaufen. Ich mal aus. Kaufen. Kaufen. Oh, er hat sich schon Hamburg unter den Nagel gerissen. Moin Mastermind, herzlich willkommen. Es wird leicht rot. Oh, verwegerst. Es wird spannend, Leute. Oh nö. Wie muss ich denn 200? Oh fuck. Oh fucky. Raum frei. Scheiße. Das wird, glaube ich, abgesehen. Gut, das ist verhindert worden. Ein Grundstück, mein Ernst, ein Grundstück. Was du hast, das hast du. Hmm.
Oh, Scheiße! So ein Dreck! Hätte ich jetzt kaufen können. Dankeschön. Oh, wie gewonnen, so zerronnen. Ich hätte auch das an Leon nehmen können. Das wäre strategisch schlauer gewesen. Das ist immer nur eine Sache, da weiß man nicht so genau, ob das... Hamburg kommt man oft drauf. Meiner? Ich glaube ich jetzt auch. Oh, kann ich nicht... Scheißspiel, nicht genug Schotter hier. Dankeschön. Ich sehe dir spannend hat. Freier Ausfall, ich fühle mich geehrt. Na immerhin, ne? Kleingeld für die Portokasse. Oh, das tut gleich da hinten weh. Das ist ja schlimmer wie an der Ostfront hier. Hör mal auf, darüber zu reden. Sie haben da nicht zurück. Auf die sind, glaube ich, nicht sprechen. Momentan. Immerhin. Und da krieg ich Kohle. Ja, kein Geld. Los geht's. Alle schön blau machen. Zumindest Weltreise. Strandwege. So. Rum, trampen. Wir arbeiten uns hoch. Bida, bida, bidu, du. Ich sitze im Knast. Ja, du musst Löhnen, geh weg. Lass die Hosen runter. Die sind eh nichts wert. Lass die Hosen runter. Nix da. Es sieht doch schon wieder ganz anders aus in dieser Welt.
irgendwo. Guck mal, Björn. Oder Sydney oder, naja, Mailand. Ja. Wir werden sehen. Immer mit der Ruhe. Noch sitze ich im Knast. Oh nein! Ich hab doch New York zerstört. What the heck? Wieso ist New York nicht verschwunden? Keine Ahnung. Das ist normal. Das ist scheiße. Die Uhr läuft. Sei froh, dass nicht mehr drauf ist. Ich hatte eigentlich nur zerstört. Wenn du das nächste Mal auf einer meiner Felder kommst und nicht genug Geld hast, bitte mir und verkaufen, weil das ist eigentlich das ist jetzt. Wie mit zerstören? Ich hatte eigentlich New York zerstört, es ist trotzdem da geblieben, auf dem Spielfehler. Das nächste Mal, wenn du auf ein Feld kommst und nicht genug Kohle hast, verkauf bitte New York. Wäre fair. Bin ich fair als Geschäftsmann? Aber noch haben wir noch. Noch ist alles gut. Spielfehler ist ein Spielfehler. Was kann ich für ein Spielfehler? Was kann ich dafür? Naja. Weltmeisterschaft. Erstmal sitze ich im Glas. Komm raus aus deinem Kriegsloch. Meinst du? Habe ich mich ja gut positioniert da hinten, ne? Dark Media! Hätte jetzt hier unser Fetisch gesagt. Naja, hast du ein bisschen Kohle zurück.
Oh, das tat weh. Ja, Bali kannst du auch wegmachen. Reicht ja dann. Jetzt zerstöre ich es nicht mehr. Da hast du ja noch mal Glück gehabt, ne? Shit. Vor allem New York existiert eigentlich gar nicht mehr. Ja, ich kann es ja nicht ändern. Vielleicht hast du dich auch aus Versehen auch verdrückt. Nein, ich habe mich nicht verdrückt. Das Spiel hat nur einen Fehler gehabt. Okay. Es wird spannend. Ah, wir haben noch ein paar Minuten. Na, 2 Minuten. Es ist nichts. All aboard! Jetzt wird's eng. Ganz weg. Jetzt wird die aber um die Wette gewürfelt, mein Sohn, ne? Zypern. Hat Spaß gemacht?
Geschäfte zu machen. Mit dir auch, mein Sohn. Ja, das war klar. Wo ist doch der Bundepro? Ist 9 Minuten. Lucky hat gewonnen. Es ist eigentlich unentschieden. Es ist unentschieden von mir aus. Aber egal. Gewinnt oder verliert, das ist bei diesem Spiel eigentlich frisch. Hier geht es eigentlich wirklich nur Leute da draußen darum, dass man mal ein bisschen Spaß dran hat. Na, und ob man gewinnt oder verliert, völlig wurscht. Na? Ja, von mir und meinem Sohn, das war's für heute. Jetzt können wir alle nur noch schön ins Wochenende wünschen. Morgen gibt es keinen Stream und heute Abend auch nicht. Familientime ist wichtiger am Wochenende. Deswegen sagen wir dann auch wieder, wir sehen uns am Montag wieder. Ich muss mal gucken, ob ich dann nachmittags streame oder schauen wir mal. Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Und von GamesFreak. Bye-bye. Auch ebenso. Macht's gut und wir sehen uns zum nächsten Stream hier auf dem Kanal. Dann geht's wieder ein bisschen um die Malerei. Ciao, ciao.